Im ersten Video über die Entwicklung des ICE-Liniennetzes haben wir schon festgestellt, dass 2002 alle Liniennummern neu zugeteilt wurden. Es ist also völlig überflüssig, sich diesen ersten Teil ab 1991 anzuschauen. Wer das trotzdem tun will, sollte jetzt dorthin wechseln. Der Link ist auch in der Beschreibung. Zum Fahrplanwechsel im Dezember 2002 ändert sich sehr viel. Die Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main bringt alles durcheinander. Die Strecke wurde schon ein paar Monate vorher fertig, sodass hier für einige Zeit ein Pendelverkehr zwischen Köln und Frankfurt betrieben wurde. Mit dem Fahrplanwechsel wird sie dann ins Netz integriert. Zahlreiche neue Linien kommen hinzu. Zum Beispiel starten von Münster und Dortmund die Linien 40 und 41 nach Frankfurt. Die Fahrzeit zwischen Köln und Frankfurt Flughafen verkürzt sich um etwa eine Stunde auf etwa eine Stunde. Die Strecke wird dafür mit 300 Kilometern pro Stunde befahren, was nur die ICE 3 können. Sie sind sowieso die einzigen Züge, die dort fahren können, wegen des starken Gefälles. Außerdem werden die Linien aus Amsterdam und Zürich kommen verlängert, um sich in Frankfurt zu treffen. Es wird auch eine neue Direktlinie 79 zwischen Brüssel und Frankfurt eingerichtet, mit gleich zwei neuen Oberleitungsspannungen in Belgien. Die Linie durch das Rheintal wird dafür zurückgenommen. Mainz wird ebenfalls mit der Schnellfahrstrecke über Wiesbaden angebunden. Es gibt noch zwei zusätzliche Linien Richtung Basel und München, die 43 und die 42. Zusammen mit den bestehenden Linien, die ebenso auf einen einheitlichen 2-Stunden-Takt reduziert werden, ergibt sich zum Beispiel zwischen Mannheim und München weiterhin mindestens ein Stundentakt. Auf der neuen Schnellfahrstrecke Köln-Rhein-Main überlagern sich gleich 6 zweistündliche Linien, sodass hier pro Richtung alle 20 Minuten ein Zug fährt. Noch im selben Jahr werden zahlreiche Flugverbindungen zwischen den Städten im Einzugsgebiet der Strecke eingestellt. Neu ist auch eine Direktverbindung zwischen Basel und Berlin, die die Linie 11, die nur noch im 2-Stunden-Takt fährt, ergänzt. Da die Linie 11 Bremen, Hamburg und Magdeburg nicht mehr anfährt, werden hier auch einzelne Züge ergänzt. Zum ersten Mal fährt auch ein ICE zwischen Halle und dem Ruhrgebiet. Einzelne Züge der Linie 11 fahren weiter nach Innsbruck. Die Linie 88 fährt glücklicherweise nicht von München nach Wien, sondern über Lindau nach Zürich. Sie wird auch mit dem nächsten Fahrplanwechsel schon wieder eingestellt. Ebenso wird die Verbindung von Nürnberg nach Dresden, die erst 2 Jahre zuvor eingerichtet worden war, wieder gestrichen, weil die Diesel-ICEs zu störanfällig und teuer im Betrieb sind. Chemnitz hat seitdem keinen Fernverkehrsanschluss mehr. Immerhin einige der Städte, die letztes Jahr vom ICE-Netz abgekoppelt wurden, werden 2004 wieder angebunden. Die Linie 41 wird von Frankfurt über Nürnberg nach München verlängert. Linie 31 von Hamburg über Köln, Frankfurt und Nürnberg mit einzelnen Zügen nach Wien kommt hinzu. Auch Saarbrücken und Dresden bekommen Verstärkung von der Linie 21 und 51. Denn Halle erhält eine eigene neue Linie, die die Stadt mit Frankfurt und Berlin verbindet. Langsam lässt sich ein Muster in der Nummerierung erkennen. Die Linien 10 bis 15 beginnen oder enden alle in Berlin. Die Linien 20 aufwärts haben Hamburg als ihren Heimatbahnhof. So auch die Linie 28, die nach dem Ausbau der Strecke auf 230 Stundenkilometern zwischen Hamburg und Berlin zwischen den beiden Städten nur noch 1,5 Stunden braucht. Die Linie 21 dagegen wird ein Jahr später schon wieder aufgegeben, vielleicht weil sie nicht ganz ins Schema passt. Auch Magdeburg verliert seine 55. Immerhin fährt dafür ein einziger ICE von Dresden nach Magdeburg. Den sollte ich eigentlich gar nicht einzeichnen. Es ist schon eine sehr komische Linie, die da jetzt mit der 15 zusammen 50 heißt. Trier erhält erstmals ICE-Anschluss durch die Linie 10 über Koblenz. Übrigens fahren ziemlich viele Züge dieser Linie auch zum Flughafen Köln-Bonn, aber das ist hier nicht eingezeichnet, weil es an dieser Stelle auf der Karte ein bisschen eng wird. Später im Jahr 2006 wird der Berliner Hauptbahnhof eröffnet. Da ich aber schon die ganze Zeit die Bahnhöfe Berlin, Zoologischer Garten, Ostbahnhof und an welchen Haltepunkten auch immer die ICEs in Berlin noch verweilen,
zu einem einzigen imaginären Bahnhof zusammengefasst habe, verändert sich hier nichts, außer dass zwischen Berlin und Hamburg nun ein Stundentakt angeboten wird. Später erhält Rostock dann zum ersten Mal eine ICE-Anbindung. Die Linie 28 wird dazu auch zwischen München und Berlin zum Stundentakt verdichtet, mit Hilfe von neu eingetroffenen ICE-T. Die Hälfte der Züge fährt über die nun in Betrieb genommene Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt. Ebenso die Linie 25. Linie 41 hält dafür nicht mehr in Ingolstadt, fährt aber natürlich ebenso über die NBS. Sie kann sich nicht entscheiden und fährt dann doch lieber über Frankfurt Hauptbahnhof. Seit 1993 verbindet die Linie 20 Hamburg mit Frankfurt im Stundentakt. Damit wird jetzt aufgeräumt. Sie fährt nur noch alle 2 Stunden, wird aber durch die neue Linie 22 ergänzt, die die Fahrten nach Stuttgart übernimmt. Die beiden Linien ergänzen sich wieder zum Stundentakt. Die Linie 45 wird im Takt zurückgenommen. Zwischen Mainz und Mannheim fahren nur noch einzelne Züge, deren Linien hier nicht alle einzeln dargestellt sind. Sonst hätte die Karte denselben Informationsgehalt wie weißes Rauschen, also um Missverständnisse auszuschließen, einen maximal hohen. Genauso wie übrigens auch oft nicht alle Unterwegshalte dargestellt sind, wie zum Beispiel Darmstadt, wohin wohl für kurze Zeit sogar mal auch von Mainz aus ein ICE hinfuhr, der aber so geheim war, dass er heute in keinem Fahrplan mehr zu finden ist und dann wohl mangels Fahrgästen 6 Monate später auch schon wieder gestrichen wurde. Durch die Rücknahme der Linie 40 wird Gelsenkirchen nicht nur auf der Karte nicht mehr dargestellt, sondern hat vorerst auch gar keine ICE-Anbindung mehr. Damit es nicht zu langweilig wird, wird sie dabei in Linie 49 umbenannt. Sie fährt nach Köln HBF und nicht über Messe Deutz, da die Zufahrt zu dieser Station in diesem Jahr umgebaut wird. Weitere Verbindungen ins Ausland kommen hinzu. So die Linie 90 von München über Salzburg nach Wien. 6 Monate später fahren nach langem Hin und Her und vielen Testfahrten und Umrüstungen jetzt ICEs zur Gare de l'Est nach Paris auf der Linie 82 von Frankfurt über Mannheim und Saarbrücken. Es gibt auch eine Linie 83 von Stuttgart nach Paris. Diese wird allerdings nur von TGVs gefahren und wird daher, genauso wie die schon länger existierende Verbindung mit dem Thalys von Köln über Brüssel nach Paris, hier vorerst nicht gezeigt. Im Norden kann man nun nach Dänemark fahren, nach Kopenhagen oder Aarhus. Auf diesen 2 Verbindungen erleben die ICE-TD doch noch eine unerhoffte Renaissance. Auf Linie 51 über Paderborn fahren währenddessen vorerst wieder nur Intercities. Die Fahrten nach Wien über Passau werden nun von der neuen Linie 91 absolviert, die bis Dortmund überwiegend im 2-Stunden-Takt durch das Mittelrheintal verkehrt. Um Innsbruck zu erreichen, muss man ab jetzt in einen Zug der Linie 28 steigen, deren ICE-T für die anspruchsvollen Strecken durch die Alpen perfekt geeignet wären, wenn es mit den Zügen nicht seit 2008 Probleme gäbe und die Neigetechnik daher abgeschaltet ist. Parallel gibt es auch mit den ICE-3 ganz ähnliche Probleme mit den Radsatzwellen. Ansonsten, oder gerade deshalb, gibt es in den Jahren 2009 und 2010 kaum Änderungen oder neue Verbindungen. Aber das ist gut so. In dieser Zeit können die Fahrplanleute bei der DB ihre ICE-Netzkarte ein wenig aufräumen und wir können uns auch ein wenig ausruhen. Im nächsten Video geht es dann ab 2010 weiter.